Jawohl, da sind wir wieder, Freunde. Willkommen zurück. Rise Against the Empire Part Nummer 6. Und ja, wir sind auf Hot, Hus, Hus. Ich kann da nicht genau aussprechen. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Da sind wir jetzt auf jeden Fall gelandet. Ja, wir haben in der letzten Folge den Todesstern kaputt gemacht. Ja, geradewegs mit dem Luke. Ja. Und dann ja, sind wir dort jetzt halt gelandet und ich weiß so ungefähr, was dort passiert, weil dieses habe ich schon gespielt gehabt auf einem Event von Disney und ich freue mich trotzdem drauf, weil einige von euch haben es ja bestimmt noch nicht gesehen, aber ich sage, kann euch so sagen, wie es ist, Freunde, es ist mega, mega geil. So, genau, da sind wir und ja, wen packen wir denn drauf, ne? Ich weiß es nicht genau, komm, nehmen wir den hier, ne? Es tut mir leid, aber es Hoss, gibt viel Hoff, zu tun. Wir Hot, haben nicht viel Zeit, Hot, also beeil dich. Hoss. Ich möchte dir den Rest der Basis zeigen, aber das Hangartor ist zugefroren. Niemand kommt rein oder raus. Geh und finde einen unserer FTP-Türme. Nutze ihn, um das Eis zu sprengen. Jawohl, Das dauert nicht lang. werden wir tun. So, Freunde, wir haben Boba Fett drauf. Ne, das ist sehr, sehr gut. Boba, Boba, Boba Fett. So, wir müssen jetzt einen von diesen Türmen aktivieren, die dann das da kaputt ballern. Ich möchte vorher, genau, wir waren ja, ich erinnere mich so ganz leicht, wir haben auch schon uns einiges hier angeguckt in dem Ra in der Raumstation hier, oder in der Station besser gesagt. Haben wir uns schon was angeguckt? Ich erinnere mich so ganz, ganz leise. Ich finde es schade, dass ich mit dem Boba Fett noch nicht fliegen kann. Und ich finde jetzt hier, guck mal, das kann ich zum Beispiel jetzt gar nicht öffnen. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Okay. Kann der das? Ah, der kann das sogar auch. Oh, geil. Das war jetzt, haben die jetzt gefragt, weil der ist ja eigentlich auch so ein Freak, so Technik-Freak-mäßig. Oh Mist, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Sorry. Alter, ich komme hier mit der Steuerung noch nicht so klar, ne? Obwohl ich jetzt schon länger Xbox spiele. Ah. X. X. So, ah, guck mal da. Sehr schön. Neues Konzept freigeschaltet. Sehr gut. Frage mich gerade, wo das Teil sein soll. Dieser Turm, der das Eis kaputt ballert. Wo ist denn überhaupt das Eis da? Da bin ich doch. Komm, wir gehen mal hier lang, würde ich sagen. Da geht's nicht auf. Ah, hier. Ach, guck mal, da ist er ja. Zack. Ist das Ding, FTP-Turm. Bei niedriger Einstellung sprengt er das Eis sicher weg. Bei hoher Einstellung brauchen wir ein neues Tor. Versuch's mal. Na also, das Eis wurde gesprengt, das Tor ist auch gut gemacht. Diese Türme sprengen nicht nur Eis weg, sie sind auch praktisch im Kampf. Kennt ihr das Teil noch, Freunde? Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Also nicht dieser Turm, sondern diese Art von Gegenstand, die war doch damals auch. Wir sind da. Sieh dich um. Was siehst du? Zeit daran, was zu ändern. Noch ist die Basis nicht fertig. Du musst helfen, wo du nur kannst. Hol ein Gebäudepack von deiner bekannten Quelle ab und platziere es. War doch damals auch beim Okay. Spider-Man Playset gewesen. Da gab es ja auch so ein Teil, das man immer aufladen musste und dann konnte man damit einige Sachen zerstören. Und da ist die Darth Vader-Münze und ich habe Darth Vader noch nicht. Okay, so. Haben wir eine Mission am Start? Ja, eigentlich schon. Ich muss wieder zurück. Oh, ich muss Münzen ausgeben, natürlich. Du bist angekommen. Hallo. Ich bin hier, um die Lieferung der Gegenstände zu Hallo organisieren. K3PO. Ja. Hangar haben wir gekauft. So, Gehege. Was? Was muss ich denn kaufen?
Drei Gebäude muss ich bauen. Okay, ich hoffe, dass ich überhaupt so viel Geld habe. Pass mal auf. 5000, 1000. Natürlich nicht. Erstmal das Gehege. Du hast den Tierstift erworben. Und die Garage. Also, kannst du den trittsicheren Towntown-Hügel erhalten. Teiljäger. Sie stellt dir Sturmtruppen-Design-Set, ey, das ist ja geil. Angefangen mit dem Personaltransporter. Okay, gut, das kommt da vorne hin, wartet mal. Genau so. So, baue ein Gebäude, eine solide Basis. Sehr schön. Baue zwei Gebäude. Ja, natürlich soll ich hier zwei bauen. Danach muss ich mir noch das dritte Teil suchen. So, das kommt nach da. Oh, Mist. Wie cool ist das denn? Mega! Wie heißen die Tiere? Kann ich das irgendwo sehen? So, ich brauche noch ein drittes Gebäude. Das heißt, ich brauche aber auch Münzen, Credits. Womit ich das überhaupt bauen kann. Das heißt, ich mache jetzt erstmal ein paar Aufgaben. Um Credits halt zu bekommen, sonst wird das ja sowieso nichts mehr. Danke, Kumpel. Tolles Gehege. Ich bin Vin Rolado. Ich kümmere mich um den Towntowns. Um die Ach, das sind Towntowns, die Viecher, okay. Wusstest du, dass sie spucken und sie stinken? Sie sind einfach toll, ja, super. Ich bin super aufgeregt, jemand mit auf den Trainingsparcours zu nehmen zu können. Sitz einfach auf und dann super viel Spaß und, ja. Towntown heißen die Dinger, okay. Ich habe so ein dummes Gefühl, ich bin so weit von falsch gelaufen. Obwohl, nee. Das könnte klappen. Die spucken und die stinken. Das ist richtig toll. Habe ich gar keine Zeit, ne? Boah, wir brummen ja gar nicht ballen. Habe ja genug Zeit hier. Nein! Nein! So, noch 8. Da drin ist nur so ein Tier. 6. 5. Eine Münze. Und zwar. Sabine. Okay, ich dachte, die hätte ich schon. Wen habe ich denn? Egal. Einer noch. Oh. Ah,
Ah. Krieg ich genug Münzen? 150 nur? Nein! Guck mal, da oben sind direkt zwei. Warum ist das so? So, einmal hier gucken. Einmal schauen, ob hier irgendwas Schönes für uns ist, aber ich denke einfach mal nicht. So, uns fehlen noch 30 Münzen. Ich versuche die jetzt so zu holen. Alter, wie komme ich denn da durch? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Da brauche ich bestimmt diesen komischen Schießturm da. Den hier zum Beispiel. Guck mal, jetzt kann er nicht mehr rennen. So, 9 Münzen noch. Dann. Hätte ja mal ruhig darüber grinden können da, ne? So, wie viele Münzen fehlen mir noch? Ich habe 9000, sehr gut. So. Gebäude. Werkstatt, jawohl. Das Anpassungszentrum erworben. Hier kannst du das Aussehen bestimmter Dinge ändern. So, schade, dass man das hier nicht wegdrücken kann, weil ist ja immer dasselbe. Da ändert sich ja einfach mal gar nichts, würde ich sagen. Okay. Jo, das werde ich doch mal tun. Sobald ich einen Vertrag abschließe, ist es nur eine Frage der Zeit, wenn er erledigt ist. Jawohl, so. Das ist der Kopfgeldjäger, den es je gab. Stufenaufstieg. So, die Mission nehmen wir noch mit. Ich bin super aufgeregt. Ich habe eine richtige Mission für dich. Oh, du solltest auf jeden Fall einen Towntown nehmen, wenn du willst. Du musst auf den Schneefeldern patrouillieren. Es wurden ungewöhnliche Aktivitäten berichtet. Und los mit dir. Towntown! Towntown! Hey Soldat, das Gebiet, in dem du dich befindest, wimmelt so von imperialen Suchdroiden. Achtzehn Stück. Okay, ich glaube, da ist jetzt schneller, wenn ich den hier mache. Wo sind die Nächsten? Zeitverschwendung.
So, ich möchte gerne mal wechseln und zwar. Town, Town, wo bist du? Komm her. Ich war so irritiert, weil die sich festgehalten hat, aber dann doch nicht irgendwie. So. Komm mal her, mein Freund hier. Auf Meter. Mist. Habe ich alles meine Träne zu verdanken. Irgendwie läuft er mit dem Luke nicht so gut wie mit dem Anakin, ne? Merkt ihr was? Läuft irgendwie nicht so brillant. So, gib mir Münzen. Vielen Dank. So, einmal da hoch, bitte. Yeah, zack. So, die Funken holen wir uns hier noch raus, ne? Und dann, Freunde, war es das auch schon wieder für diese Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und in dem Sinne, haut rein. Vielen Dank und peace. Alter, hau ab. Mit dir sein. Immer. Ben?